So, hallo, wir machen weiter bei Cadence of Hyrule. Und der letzte Part war synchron. Ich hoffe, dieser ist es auch. Ich würde ja alles verstehen, wenn die ersten drei Folgen auch synchron gewesen wären, weil ich einfach nichts anders mache. Nichts. Aber gut, es ist wie es ist. So, letztes Mal sind wir ein paar Mal gestorben, haben einen Leunen erstmal nicht besiegt, dann schon. War letztendlich jetzt auch nicht so ergiebig. Und ja, es ist eigentlich nichts Weltbewegendes passiert im letzten Part. Kann man nicht sagen. Ah, ich muss. Entschuldigung, muss hier ganz kurz. So, jetzt geht's weiter. Aber ich denke, alles, was wir zum Beispiel an Dings sammeln, bleibt doch hier. Schade, das hätten wieder zwei sein können. An Diamanten und so weiter. Ist am Ende ja hilfreich. Insofern, ja. Hier gibt es einen Schlüssel. Gibt es da nochmal einen Schlüssel? Jawohl. Also hier gibt es immer die zwei Schlüssel. Das ist voll gut zu wissen. Wenn ich mal Schlüssel brauche, komme ich hierher und hole mir die einfach. So, wir wollten nach oben weiter gucken. Das hat gar nichts gesprengt. Da oben sind Krabbelminen. Hatten wir schon, aber. Oh, wo ist jetzt wieder. Diese Gegner, die man suchen muss, nerven mich ja schon. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Da ist sein Schopf. Da war ein Zweier. Na gut. So, und wir sind oben angekommen, ja? Nee. Es geht nur nicht nach oben weiter. Alles klar. Es geht nur nicht weiter hoch. Ah, das ist überhaupt eine Sackgasse. Es geht weder nach links noch nach oben. Noch nach rechts. Es geht nur nach unten und in dieses Ding hier rein. Okay, was ist das? Kein Verschleiß. Das ist halt eine Fackel, die nützt mir nichts. Plus 3 Sichtweite fragil. Kannst du mal die Klappe halten? Leisten kann ich mir eh nur den. Ach, Glasring. Ah, das ist. Ich verstehe, welcher Ring das ist. Das ist der Ring, der dafür sorgt, dass nichts verschleißt, aber er halt bei dem einen Hit kaputt geht. Ja, toll. Sehr, sehr, sehr toll. Freue ich mich. Da ist er schon kaputt. Toll. Oh mein Gott, ich bin tot. Gleich. So, habe ich jetzt ein Schwert. Nein. Ich will das nicht. Schaffen wir den Raum ohne zu sterben? Das wird spannend. Ich bin so doof. Ich hab's falsch gemacht. Ist egal. Ist ja egal. Am Ende, wirklich viel verliert man jetzt im Moment mit einem Tod auch gerade gar nicht in unserer Situation, ne? Gut, dann können wir auch hier nach oben mal weiter gucken. Easy! Easy zwei Diamanten geholt. Sehr schön. Ja gut, jetzt gehen wir nicht nochmal in die Höhle. Gehen wir nach oben. Aha! Gehen wir gleich rein. Aha! So, was haben wir denn jetzt hier? Eine Flasche auf jeden Fall. Die
Die nehme ich auf jeden Fall mit, weil die wird Bestand haben. Haben wir noch nie was reingetan, ist aber egal. Wer bist du denn überhaupt? Die Monster in Hyrule hinterlassen manchmal Diamanten. Manchmal. Immer. Wenn sie genug davon mitbringen, kann ich ihnen allerlei Waren verkaufen. Früher war ich ein fahrender Händler, aber jetzt gibt es so viele Monster. So bleibe ich lieber hier, das ist sicherer. Ich erkenne dich aber nicht wieder. Soll ich dich erkennen? Rabatt als einziger Händler weit und breit muss ich meinen Monopolleiter ausnutzen. Oh, wirtschaftliche Begriffe hier. Wie bitte? Es gibt jetzt auch noch einen anderen Händler und er singt. Brauchen Sie die zu Ihrer Abenteuer? Wenn doch, dann kommen Sie unbedingt bei mir. Na gut, das Ding brauche ich nicht. Ja, das ist ja auch alles hier, ne? Das ist alles gerade... Alles nur so unnützes Zeug. Schade. Das Sinnvollste, was wir bisher... Wie komme ich denn da rein? Ah. Die sinnvollste Art und Weise, für die wir bisher Rubine ausgegeben haben, war eigentlich der Schnorchel. So. Weiß, das war kein sonderlich guter Kampf. Ich wollte einfach nur durch. Haben wir hier noch was? Nein. In der Höhle waren wir drin. Das war ein Shop. Ich kann hier noch aufräumen und Herzen auf Herzen oder Rubine hoffen. Oder einen Gegner, der einen Diamanten droppt. Okay, warte mal. Das ist jetzt eine Biene, die möchte ich in die Flasche hauen. Moment! Wenn ich die in die Flasche hauen will, muss ich meinen Speer abwählen, sonst renne ich da ja rein automatisch. Na, das wäre ja blöd. Kriege ich die jetzt so? Nice. Was kann ich damit? Lässt du sie frei, greift sie deine Gegner an. Okay. Aber ich glaube, sonst hätte ich mich hier nicht nähern können. Gut. Weiter hoch, würde ich sagen. Oh, ein Herzteil. Wegen sowas laufen wir doch rum. Sehr schön. Genau wegen sowas laufen wir durch die Gegend. Weil je mehr ich mich jetzt vorher schon ausrüste, umso schneller kriegen wir dann die Dungeons durch. Wenn ich aber natürlich zufällig wieder in einen reinstolpere, mache ich den natürlich mit. Na, ist klar. So. Wir werden immer so den Rand weiter ausbauen. Wir sind jetzt hier und vorne kam ich hier nicht hoch, deswegen gehe ich jetzt hier wieder rüber, sodass wir hier einfach so... Na, mal gucken. Hier ist nämlich dann der nächste Dungeon. Vielleicht kommen wir da zufällig vorbei. Schauen wir mal. Hier ist auch wieder was. Gehen wir erstmal rein. Ich sagte, wir gehen... Okay, wenn ich schon anfange, die zu besiegen, dann besiegen wir die erstmal. Versteckt. Ich sehe ihn aber. Okay, ich sehe ihn. Gut. So, da komme ich aber nicht hoch, ne? Ich komme da nur rein. Aber was ist das? Das sind so Fahnen. Das ist doch wieder was Besonderes. Ein Laden! Okay. Goronenmedaillon. Das ist auf jeden Fall wieder was, was ewig währt. Das muss ich mir holen für 200. Siehst du, ich sag doch, wenn wir denn die brauchen, haben wir keine Rubine. Frische Bomben im Hörnchen. Wirklich bei jung und alt. Oh, tut mir leid, nur Goronen können Bomben in Hörnchen essen. Hast du wirklich welche von meinen Brüdern gesehen? Ich habe aber noch ein paar andere Waren.
Nun ja, hauptsächlich Bomben ohne Hörnchen. Mit meinen Waren ist Bombenstimmung garantiert. Ja, ich will aber den Geronen-Dings, weil das scheint was ein richtiges Item zu sein. Aber gut, brauchen wir Rubine für. Sollten wir Rubine haben, werde ich mich sofort hierher porten und das Ding kaufen. Ist ja gut, dass man sie direkt herporten kann. Insofern passt die Geschichte auch schon wieder. Bei. Ich habe gerade eine hervorragende Idee. Was bist du? Du hältst einfach mehr aus. Da ist was im Wasser. Oder auch nicht. Da ist was im Wasser. 99, das ist genau einer zu wenig für mein Vorhaben. Okay, let's go. Halt, stopp, ich sehe noch was anderes. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ah, kann man Schmetterlinge eigentlich auch in Flaschen? Muss ich ausprobieren, wenn ich nochmal so ein Viech habe. So ein Schmetterling auf so einem Ding drauf, ob man die auffangen kann vorher. Oh, was ist hier los? Was kann der? Nix. Der kann nix. Aber das sind Skulltulas, die können allerdings schon was. Naja, oder auch nicht. Aber die hält eins mehr aus. Ich möchte mal kurz testen, ob mein aktueller Schild, der ja besser sein soll, den zurückfeuert. Nein. War ja nur ein Test. So, jetzt haben wir wieder einen Schlüssel, aber wir wissen ja, wo wir hingehen können, wenn wir mehrere wollen. Okay. Mehr ist hier nicht. Gut. Aber jetzt kann ich mein Vorhaben erst recht in die Tat umsetzen. Basuf. Ich habe einen voll guten Plan. Wo war das denn? Hier war das. Wir kaufen jetzt mit 4 Diamanten den Ring für billigere Läden und können dann aber... Oh, Entschuldigung. Moment, ist die immer da? Oder ist die immer in irgendeinem anderen Busch? Weil vorhin war die ja auch da. Aber jetzt anscheinend nicht. Da sind noch Büsche. Nein, okay. Also nicht immer, war Zufall. Aber interessanter Zufall. Sonst hätte ich Diamanten zurückgefarmt, die ich gerade hierfür einsetze. So, und jetzt sollte der doch nur noch 100 kosten. Nice! So, was macht das? Der Träger des Medaillons ist immun gegen Schaden durch Lava und heiße Kohlen. Ja, perfekt. Damit kommt man dann wahrscheinlich beim Goronenberg oder sowas weiter, wenn es sowas gibt. Gibt es bestimmt. Ich meine, es gibt hier den Hyliasee, dann gibt es 100%ig auch den Goronenberg. Und das Ding haben wir jetzt auf ewig, das heißt, jetzt kommen wir schon durch Lava. Sehr gut. Nice. Das war doch eine sinnvolle sinnvolle Einsatz für den Ring, ne? Habe ich doch mal mitgedacht hier. Kann mir keiner sagen, ich habe nicht mitgedacht. Kampftechnisch noch ein bisschen üben muss. Vor allem gegen so größere Gegner. Da werde ich doch schnell etwas hektisch. Mist.
Gerade war er noch aufgeladen. Wo ist der letzte Gegner? Ah, ich sehe ihn. Dumm. So. Einfach drauf. Gut. Das heißt aber, da ja alles zufällig generiert wird, ist es auch purer Zufall, wo diese Speicherpunkte am Ende landen. Ne? Warum sind die Bäume da so anders? Sind wir jetzt am Ende der Karte oder geht es auch noch wieder anders hoch? Es geht immer wieder anders hoch. Okay, also jetzt muss ich wieder hier rüber. Alles klar. Na dann. Ach, hier ist ein Herzteil, sehe ich jetzt erst. Und da ist ein Schmetterling auf dem Blatt. Das heißt, da werde ich gleich mal meine... ...meine Frage beantwortet bekommen. Ob man den fangen kann. Moment. Da muss ich wieder aufpassen, dass ich hier nicht, angreife. Okay, Schmetterling geht nicht. Der ist einfach nur da, um zu zeigen, hey, hier ist was versteckt. Da kannst du rein. Okay, cool. Oh, jawohl. In die Gegnerhöhle. Ich habe das gar nicht gesehen. Das war ja smart von mir. Okay, den kann ich einfach nur verschieben. Oh no, Leune. Aber der sieht nicht so stark aus diesmal. Pass auf, den kriegen wir. Und ich bin stark gerade. Ja gut. Da war jetzt einfach auf draufhauen, weil wir hatten es ja, ne? Wir hatten es ja über. So, aber nachdem ich vorhin gesehen habe, dass hinter so Dingern auch Sachen stecken können. Muss jetzt natürlich alles wegbuddeln. Siehst du? Diamant! Einfach so ein Diamant. Und? Ja, nochmal so ein fragiles Schwert. Ja, gut, kann man mitnehmen. Zerbricht dann halt bei der ersten Gelegenheit. Aber wie es sich einfach lohnt zu buddeln. Aua. Nochmal fragile Schuhe, aber wir haben eh gerade keine. Kann ich also mitnehmen. Was machen die? Was ist das? Ach, das ist die. Ich finde den letzten Satz etwas suboptimal. Sehr zerbrechlich, doch sie verhindern durch gefährlichen Untergrund verursachten Schaden und Negativeffekte. Cool. Erhöhen den Schaden um eins. Achso, den Schaden, den ich noch auch noch mache, oder was? Wahrscheinlich. So, jetzt gehen wir wieder rüber. Das wollten wir, ja? Aber erst hoch und dann rüber. Weil da ist noch ein Busch. Biene! Schade. Energietechnisch wird es nicht ganz so gut, aber wir haben jetzt auch nicht so viel, was wir verlieren können, wenn wir... Also, wäre egal. Aber ich denke, wir kriegen auch Herzen zusammen. Das sind hier oben gerade nicht so die schwersten Räume. Es ist ja auch purer Zufall, was wo ist. Vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen schlecht gemacht. Irgendwo. Magst du mir ein Herz geben?
schade. Wie komme ich jetzt an den Pilzen da vorbei? Mist! Und der macht halt immer... Ah. Ich versuch's mal von der anderen Seite. Ah, übers Wasser ist ja auch... Kann ich ja auch das Ganze noch ein bisschen verzögern. Okay. Und jetzt bin ich ja von ihm entfernt. Okay, gut. Zumindest das haben wir hingekriegt, aber... Energie ist halt scheiße. Kann man nicht anders sagen. Jetzt, ich guck mal kurz den Raum hier vorsichtig an. Jetzt wieder so ein Pilz. Okay, wenn ich nicht totalen Blödsinn mache, sollte das laufen. Was die Bombenplattform da oben soll, weiß ich nicht. So. So. Da ist mein Herz. Nice. Ah, oh, perfekt. Perfekt, wir sind wieder aufgeladen. Hier die Bombenplattform, die ist halt... Hallo Zufallsgenerator, sag ich dann nur. Gut. Das ist ein Bosskampf, oder was? Das Ding geht doch zu, wenn ich mich da jetzt hochpusten lasse. Aber was kommt dann da entgegen? Da möchte ich lieber mit voller Energie rein. Ah. Oh, mein Gott, der kommt hier runter. Hallöchen. Da gehen wir mit voller Energie rein. Okay. So, wir laden uns mal kurz hier auf irgendwo. Die Büsche nicht einfach mal Energie geben. Gib Energie jetzt. Ich kann jetzt nicht bis nach Hause. Wobei, warte, wo kann ich mich hinporten überall? Ich kann mich ja hier rüber porten, dann bin ich ja direkt wieder hier. Und solange ich nicht sterbe, wird es doch nicht resettet, ne? Das ist doch alles okay. Let's go. Leider gar nichts. Oh. Die Schaufel ist gleich kaputt. Herzi, Herzi. Herzi. Ah, sollte das jetzt reichen mit den Herzis? Wollen wir... Gibt's hier noch Herzis? Nein. Gibt's wieder gar nichts. Ah, was mache ich denn? Ah, warte. Hier gibt es nochmal Herzchen, ne? Ja, gut, das war jetzt nicht das Herz, was ich meinte. Aber hier gibt es nochmal Herzchen. Ach nee, da sind wir immer noch nicht, kommen wir immer noch nicht durch. Da kommen wir immer noch nicht ran. Richtig. Aber ich meine, es ist eine normale Truhe, die wird jetzt auch nicht so krass sein. Holen wir uns hier kurz den Diamanten, wenn wir schon in dem Raum sind. Ist ja auch nicht das Problem. Oder zwei. Auch die nehme ich gerne. Hier gibt's Herzi. Hier in der Höhle nämlich. Da gibt's Herzi. So. Und dann können wir wieder hier hoch. Und dann kann man jetzt den Raum mal angucken. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen. Let's go! Der muss gleich als erstes weg. So. Der muss weg. Sehr gut. Sonst ist hier nicht viel, was gefährlich werden kann. Weil die kriege ich los.
Muss ich nur ein bisschen aufpassen. So. Ah, verstanden. Gehen wir erstmal in die Truhe. Ah, 200 Rubine. Ist cool, aber Problem ist, ich werde gleich wieder tot sein. Will ich die besiegen? Bringe mir nichts, ne? Schade. Ja, gut. Ist cool, weil viel, viel Geld, aber ich werde es nicht nutzen können. Das ist mein Problem. Ich werde es nicht nutzen können. Ah, ärgerlich. Ah, oh, das ist zum Aufladen ja übelst gut, sich einfach mal hierher zu teleportieren, by the way. So weit hätte ich gar nicht gedacht. So, dann gehen wir aber hier weiter nach... Gut, da kann ich jetzt auch nur dann hier hoch und dann darüber. Okay. Ah. Ich glaube, da ist nochmal ein Laden, wenn ich das richtig gesehen habe. Wäre ja praktisch. Räubern wir hier noch rum. Gut, hier gibt es nichts zu räubern. Wow. Okay. Au! Den habe ich nicht realisiert. Tschüss. Gut, ist hier irgendwas? Ich sehe nichts. Schön viel Geld. So, gucken wir uns den Raum mal vorsichtig an, ob wir den machen können. Besondere Truhe. Besiegst du alle Gegner ohne Schaden zu nehmen und einen Beat zu verpassen, dann geht's ja. Cool. Geht aber immer wieder von vorne los, ja? Okay, alles klar. Das heißt, ich werde mich mal ganz kurz wohin porten. Ah! Mein Gott. Dass ich auch genug Versuche habe. Ja, da ist ein Laden, glaube ich, gewesen. Kann ich mich auch wieder direkt dahin porten, wo ich schon bin? Und dann sind die Büsche wieder da? Ach, perfekt! Dann machen wir das doch so am schnellsten. Das ist ja... Oh. Okay. Ganz so schnell geht's dann doch nicht. So. Und ab nach oben. Okay, drückt mir die Daumen, dass das gut geht. Ich hätte mich jetzt auch noch irgendwo ausrüsten können, aber passt schon. Okay, dieser Große da mit den Bomben muss weg. Das sind gar keine Bomben. Der hat einfach nur eine ordentliche Reichweite. Ach, Moment, aber dann hat er mich jetzt ja schon getroffen. Ah! Ich habe den BDE verpasst. Mist. Neuer Anlauf. Wo ist er denn? Moment, weg ist er. Die Spinne gefällt mir nicht.
so. Jetzt verstehe ich, dass er ist im Wasser, deswegen kann er sich nicht bewegen. Nice! Und das komische Viech war diesmal nicht da. Top! Oh mein Gott. Nur wieder mehr Geld. Was ich nicht ausgeben kann. Ah, geh weg, ich will dir nichts tun. So, was haben wir hier? Sieht aus wie ein Magieladen. Oh, es ist ein Magieladen. Willkommen, Kind des Schicksals. Ich hatte dich bereits erwartet. Soll ich für 10 Rubine deine Zukunft voraussagen? Okay. Ach, das hatten wir schon mal in der Demo, ne? Da hat sie das mit der Windmühle gesagt. Ich glaube, das ist so, wie so diese Kartentricks, wo du eine verdeckte Karte ziehst und dann sagt der voraus, dass es die Pik 4 ist. Und der hat einfach nur Pik 4 auf der Hand. Ich glaube, die sagt auch einfach nur eine Sache. Nein, aber dann ist die wahrscheinlich in der Nähe, die Windmühle. Okay. Dankeschön. Nee, das ist überhaupt nicht in der Nähe. Aber gut, sie sagt das mit der Windmühle voraus. Vielen Dank. Lul. So, was ist das? Hä? Habe ich jetzt einfach genommen. Vielleicht werde ich erst gefragt. Rotes Elixier, weißt du auf jeden Fall. Es heilt dich komplett, wenn du es verwendest oder dir die Herzen aus. Das ist wie eine Fee. Das heilt mich einfach, wenn ich kaputt gehe. Das ist ja voll gut. Und das macht die Magie dann wieder hoch, oder was? Flasche benötigt. Warte mal. Moment. Ich hab da sowas Unnützes in so einer Flasche drin. Das kann raus. Habe ich zwei Feen jetzt praktisch dabei? Das ist ja viel besser. Das ist ja viel, viel besser. So, versehentlich nicht einsetzen wäre doof. Sehr gut. Und die ist jetzt aber auf meiner Seite, ne? Hä? Wollte ich nicht. Die ist auf meiner Seite. Die ist gut. Die bleibt hier. Nein, nein, ich will dir nichts tun. Okay, das heißt, wenn wir mal Geld über haben, einfach hierher porten und rotes Elixier kaufen. Oh, kriege ich jetzt diese... Oh nee, bleibt das jetzt so lange hier, bis ich diesen Quatsch gemacht habe? Können wir das auf der Karte entfernen, bitte? Oh nein. Das, kann ich das irgendwie ausstellen? Das will ich nicht am Rand haben, das nervt mich. Wie kriege ich das jetzt weg? Ich muss zur Windmühle, sonst geht das nicht weg, ja? Nein, wo ist die Windmühle? Oh. Nicht mein Weg. Überhaupt nicht mein Weg. Kann die mir das wieder wegmachen? Wollte ich nicht. Oh mein Gott, nein! Kannst du das wieder wegmachen? Du hast auch Octavus sein Schicksal vorhergesagt. Prophezei ihm, er werde eins von Ganon niedergestreckt werden. Von Ganon? Das hat ihm gar nicht gefallen, aber ich habe es nun einmal gesehen. Ich schied ihm recht dafür, dass er meinen Faden der Kraft gestohlen hat. Oh, was? Erzähl mir mehr. Das habe ich herausgefunden. Ja. Ich will, dass du diesen Quatsch wieder entfernst. Na toll. Okay, aber wir brauchen einen neuen Laden, weil ich muss Geld ausgeben. Wo ist denn ein Laden in der Nähe? Gar nicht. Ach, so ein Käse. Ist das ein Laden? Gehen wir da jetzt mal hin. Ich glaube, das ist ein Laden, oder? Bin mir nicht sicher. Wir gucken einfach mal hin, was das ist. Halt, da war eine Biene drin. Ha. Sehr gut.
Ansonsten werde ich gleich einfach mal hier hochlaufen, einfach, dass das Ding verschwindet. Weil das stört mich schon, dass das da am Rand ist. So. Da ist was zum Sprengen. Egal. Laden! Plus 2 Schaden. Nachgraben. Weniger Energie, mehr Schaden. Ist aber alles nur so unbeständiges Zeug. Graben füllt Ausdauer. Jetzt, na gut, jetzt habe ich sie schon gekauft, dann hole ich sie mir auch. Aber... alles nicht so das, was ich mir erhofft hatte von dem Laden. Na gut. Oh, ich kann hier gar nicht weiter. Hier ist auch wieder Ende. Okay, alles klar. Dann machen wir ganz kurz noch die Mission Anzeige verschwinden lassen. Da renne ich jetzt einfach durch. Ich muss einfach nur nach oben durchrennen. Das sollte ich doch hinkriegen. Wenn es überhaupt geht. Hier ist ein Schloss. Hier ist Hyrule, oder was? Also das Schloss Hyrule. Aber ich komme hier einfach hoch. Ja, sehr gut. Geh weg. Geh weg. Jetzt rüber. Oh, und die Anzeige ist weg. Okay, das, den Quatsch mit der Windmühle können wir eigentlich auch schnell machen. Das kennen wir schon aus der Demo. Oh, die sind jetzt anders. Oh, ist das frech. War das jetzt? F. Ach, das da, okay. Dieses Lied gefällt euch, ich weiß. Und jetzt machst du die Windmühle an. Herzlichen Dank. Wiedersehen. Ach, und ich krieg noch was von denen. Was ist da? Ach ja, den Stoß nach unten krieg ich hier. Richtig. Der ist jetzt mit der Feder natürlich dann voll gut. Ja, 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 ja. Ne, hier. Zack. Und ach so, geht jetzt hier nicht. Aber grundsätzlich ist der dann voll gut. So, das Rest hier haben wir auch schon mal gelöst. Ich weiß auch noch voll, wie das geht. So, so, so. Mist. Wow, ich bin einfach nur dumm. Hier ist der Bogen gewesen. Ah, nice. Jetzt können wir endlich Pfeile sammeln. Gut. Gut, gut. Dann haben wir ja doch noch ein bisschen was sogar storytechnisch in dem Part erreicht. Und den Teil hier kennen wir im Prinzip so ein bisschen. Ne? Das ist der Teil, den wir in der Demo ordentlich verhauen haben. Mit 3 Herzen. Aber diesmal sind wir besser ausgerüstet. Dann nehme ich an, dass hier... kommt das hin?
dass hier der Dungeon ist, der zu... Ne, hier ist der Dungeon, der zu dem Gebiet gehört. Das ist anders aufgestellt diesmal. Das ist ein ganz anderer Weg diesmal, ne? Sehe ich das richtig? Ich glaube, ja. Oh, das ist der gleiche Weg. Muss ich mal gucken. Aber dann werden wir uns das nächste Mal darum kümmern und dann vielleicht auch den Dungeon angehen. Den kennen wir dann ja auch schon. Vielleicht geht das ein bisschen flotter. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen. Jetzt werde ich wieder kontrollieren, ob alles synchron ist. Und dann die Aufnahmesession auch schon beenden. Das heißt, es waren jetzt 2 Folgen. Und ich hoffe, in Zukunft ist es auch weiterhin synchron. Das hat mich die ersten 3 Folgen echt ein bisschen geärgert. Naja. Tschüss.